gladiators, take the stage. Herzlich willkommen zu Dein Verein Hartberg, zur einzigen Sendung, in der wir ausschließlich über den TSV sprechen werden. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und wie immer mit dabei Sky-Experte Manuel Ortlechner. Hallo. Servus. Hi. Der 11. August, ist das ein historisches Datum in der Oststeiermark jetzt? Österreich-Premiere, Europa-Premiere, ich würde sagen Weltpremiere. Erster Bundesliga-Sieg. Gratuliere. Der erste Bundesliga-Sieg. Im dritten Anlauf war es soweit. Erich Auer hat die Highlights für Sie vom 4:2-Sieg gegen Mattersburg. Der erste Bundesliga-Sieg für den TSV Hartberg ist amtlich. Und das Spiel gegen Mattersburg beginnt für den Aufsteiger optimal. Nach dem langen Pass von Michael Ober erzielt Zakaria Sanogo schon nach 54 Sekunden das 1:0. Aber die Mattersburger Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Die 5. Minute. Gruber hat Platz für diese Flanke, findet Höller, der findet Kwasinar. Der steht nicht im Abseits. 1:1. Nach einer halben Stunde hält René Svette einen Elfmeter von Mattersburgs Julius Erteltaler. Und dann geht das Spiel komplett in die andere Richtung. Florian Flecker im Zusammenspiel mit Juba Diarra, Flecker, 2:1, Hartberg in der 33. Minute. Und zu allem Überfluss patzt dann kurz vor der Pause auch noch Mattersburg-Torhüter Guster bei diesem Eckball von Tadic böse. Und so geht die Mannschaft von Gerald Baumgartner mit einem 1:3 Rückstand in die zweite Hälfte. Es wird noch schlimmer, wieder Ecke Tadic, da ist Repp und da ist Michael Blaunsteiner mit seinem Bundesliga-Premierentor. 4:1, 62. Mattersburg gelingt es nur noch, das Ergebnis etwas zu verschönern. Chano, Höller und da ist der eingewechselte Betancourt mit seinem Premierentor. Hartberg 4, Mattersburg 2. 4 Tore haben die Hartberger erzielt und da war alles dabei. Standardtore und schön herausgespielte Tore. Ja, absolut. Also sehr, sehr spektakuläres Spiel gewesen. Also willst du spektakuläre Spiele sehen, musst du Hartberg schauen, so ungefähr. Und jetzt will man sie hören, oder? Spektakuläre Stimmen nach diesem ersten Saisonsieg. Wir haben das Ganze mit einem frühen Start, mit einem frühen Tor sehr gut angegangen. Es war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Dann, dass der Sven natürlich den Elfer dann pariert, das war unglaublich wichtig für unsere Moral. Und dass wir da noch gleich drauflegen haben können, war für die ganze Mannschaft, glaube ich, sehr wichtig für den Kopf und das war sehr gut. Ja, super wichtiges Zeichen für uns, dass wir in der Liga angekommen sind und ja, es ist immer schön, 3 Punkte einzufahren. Was haben wir heute alles richtig gemacht gegen den Gegner? Naja, Zweikampftechnisch waren wir einfach da und ja, vor dem Tor haben wir einfach die Tore gemacht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste heute am Tag gewesen. Auch Sie haben zugeschlagen, eiskalt da vorne, den Ball auch super runtergestoppt. Torjägerqualitäten sind auch da. Ja, naja, heutzutage braucht man einfach schon alles. Er tut natürlich auch unserem sogenannten Bristol gut, weil das am Ende, was von der Woche zählt, sind die Punkte dann am Wochenende. Und ich denke, wir waren die ersten 2 Spiele schon richtig in Ordnung bis gut, aber heute war das phasenweise ein sehr gutes Match von uns. Und ich bin der Meinung, dass das mit Abstand unsere beste Partie war. Und ich glaube, wir sind auch der verdiente Sieger. Was kann denn dieser Sieg jetzt in Hartberg bewirken? Zum Ersten ist es eine schöne Belohnung für alle, die sich in den letzten Wochen und Monaten hier den Arsch aufgerissen haben, damit wir überhaupt Bundesliga spielen können. Und wir waren letzte Woche schon knapp davor. Ich glaube, dass es heute ganz einfach die Belohnung auch dafür ist. Aber wir müssen schon mit den Füßen am Boden bleiben. Es ist ganz einfach so, dass wir heute eine gute Performance abgeliefert haben, aber es wird in den nächsten Wochen nicht weniger reichen, um Punkte zu machen. Die Freude ist bei allen natürlich riesengroß, aber wie cool ist dieser Michael Blaunsteiner? Ja, tolles Interview. Richtig, generell auch Flecker. Ich finde, dass es einfach sehr sympathische Jungs sind, frische Gesichter. Die tun der ganzen Liga sehr, sehr gut. Für Blaunsteiner freue ich mich auch sehr, weil ich hoffe, dass der jetzt seine Chance nützt in Hartberg. Ja, tut gut. Was kann dieser Sieg bewirken, hat Johannes Brandl Markus Schopp gefragt. Der ist halt ein bisschen ausgewichen. Ich frage jetzt dich. Ja, es war natürlich auch ein bisschen Balsam für die Fußballseele der Hartberger. Die haben 2 tolle Leistungen geboten in den ersten beiden Runden, leider nicht belohnt. Sie hätten mehr Punkte natürlich schon haben könnten am Konto. Jetzt schaut das ganz gut aus, nur jetzt wartet natürlich eine schwere Aufgabe am Wochenende dennoch. Absolut verdienter Sieg. Sie waren in allen Belangen besser wie die Mattersburger. Nur mal Gratulation. Ja, und auf Instagram ist es natürlich auch zugegangen auf den Accounts der Spieler. Wir schauen da mal drauf. Da wären zum einen René Svette über Michael Blaunsteiner ein Tor.
Arroganz-Level 1000 ist nicht schlecht. Ja, sie spielen natürlich ein bisschen mit dem Thema, aber nur weil das ist jetzt kein Anflug von Arroganz oder so, sondern sie nehmen sich selber ein bisschen auf die Schulter. Mir gefällt das ganz gut. Das Team Berli darf natürlich auch nicht fehlen, Dario Tadic. Haben wir auch schon herausgefunden. Richtig, richtig. Ja, ich bin gespannt, wenn oberkörperfrei Foto folgt. Auftrag. Ui, das ist ein Auftrag, Dario Tadic. Ich hoffe, er hat es gehört. Eine Steilvorlage. Eine Steilvorlage von dir, ein richtiger Assist von dir. Schauen wir mal, was aufnimmt. Ja, apropos Assist, Florian Feist, der hat auch reagiert auf unsere Sendung in der vergangenen Woche. Du hast dich ja gefragt, ob er sein Shirt im Beitrag richtig oder falsch anhatte. Wir beide haben uns gefragt. Du hast mit dem Thema angefangen. Okay. Er hat mal abstimmen lassen, seine Follower. T-Shirt richtig oder falsch rum, das ist die Frage. Und die Auflösung folgt natürlich auch. Die Brusttasche ist außen und das Makel innen. Richtig angehabt, Glück gehabt. Lieber Florian, ich habe es immer gesagt, das Shirt war richtig. Ich weiß nicht, was der Manuel gehabt hat, aber ansonsten ist eigentlich ganz okay. Ja, aber genauso gehört das. Also es war überhaupt nicht böse gemeint. Auch, wir haben auch Privatkontakt gehabt, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und gechattet. Ich finde super, wie er damit umgeht. Das zeigt auch, wie sympathisch der ganze Club und die Spieler auch sind. Also weiter so. Ich hoffe, er kommt auch zu seinen Minuten. Würde mich sehr freuen. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Sportlichen. Jo. Man kennt nicht nur den Trainer Marco Schopp, man kennt auch den Co-Trainer, ja. Jürgen Säumel. Eine große Spielerkarriere hat er auch gehabt und absolut. Ja, wir haben ihn getroffen. Jürgen Säumel in seiner neuen Rolle als Co-Trainer in Hartberg. Das professionelle Trainergeschäft ist Neuland für ihn. Ich habe, wie gesagt, wenig Erfahrung. Ich war zwar im LAZ Jugendburg dabei, aber das ist doch nochmal was anderes bei einer Profimannschaft als Co-Trainer. Zu arbeiten. Man muss auf sehr viele Dinge achten, sehr viel im Kopf haben, ja, flexibel sein, spontan sein, aber die Erfahrung, die ich nicht habe, die versuche ich mit Ehrgeiz und Einsatz wettzumachen. Das Kicken hat er nicht verlernt. Wenn es sein muss, kann Säumel sich noch mit den aktiven Spielern messen. Sein Chef, Markus Schopp, weiß das. Wenn man einmal ein Weniger waren, hat er mich zwar reingeschmissen, aber das war eher aus der Not geboren. Und dann versucht man natürlich zu gewinnen und der Ehrgeiz kommt dann schon wieder durch, aber man sieht, dass es dann auch von einem reicht und man einen Schritt zu spät ist, wo man früher vielleicht noch hinkommen wird und das tut dann schon auch weh. Und deswegen ist es gescheiter, ich konzentriere mich auf den Co-Trainer und das passt so. Eine erfolgreiche Karriere hat er bereits hinter sich. Seine Zeit bei Sturm Graz, prägend. Vom Nachwuchsspieler steigt er bis zum Kapitän der Kampfmannschaft auf. Insgesamt absolviert Säumel 167 Bundesliga-Einsätze im Trikot der Grazer. War schon eine sehr schöne Zeit, insgesamt fast 10 Jahre mit Nachwuchs und habe viel mitgemacht, habe natürlich sehr viele Freunde noch da und es war eine tolle Zeit in Graz. An diese will Säumel nun als Co-Trainer in Hartberg anknüpfen. Und besonders darauf achten. Dass ganz einfach jeder Einzelne das Gefühl hat, dass er wichtig ist, dass er auch, wenn er mal nicht spielt, Gehör findet. Das ist schon sehr wichtig und wie gesagt, die Rolle versuche ich jetzt, mir einzuarbeiten. Einarbeiten, Erfahrung sammeln, um irgendwann den nächsten Schritt zu setzen. Irgendwann auch selber eine Mannschaft zu übernehmen, wäre sicherlich auch noch ein Ziel, wobei so weit in die Zukunft zu denken, habe ich auch Spieler gelernt, dass das nicht immer sinnvoll ist, weil sie dann eben, so wie jetzt auch das Engagement in Hartberg einfach zu kurzfristig zustande kommt und deswegen mache ich mir jetzt da keinen Stress, ich möchte jetzt mit Hartberg erfolgreich sein. Noch ist es eine Frage der Zeit, aber irgendwann in Zukunft steht Jürgen Säumel vielleicht wieder in der ersten Reihe. Marco Schopp und Jürgen Säumel, ein interessantes Trainer-Duo. Und apropos interessant, Jürgen Säumel hat während den Spielen einen interessanten Platz. Der ist nämlich nicht immer auf der Bank. Der ist oben am Stadiondach in Hartberg. Wir sehen da jetzt die Bilder. Nicht alltäglich, sage ich mal. Würde ich auch unterschreiben, nicht alltäglich. Aber ich glaube schon, dass der Ausblick von oben ein ganz anderer ist, ein anderer Blickwinkel, als wenn du auf Augenhöhe bist mit den Spielern, so wie man es gerade sieht beim Markus Schopp. Das kann eine völlig neue Perspektive auch bieten. Das wird auch sicher einfließen in die Analysen montags. Ja, die zwei ergänzen sich, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Die passen gut zusammen. Der Jürgen ist, glaube ich, auch sehr dankbar für diese Chance, die er bekommen hat und bin gespannt auf seinen Karriereverlauf. Ja, warum, wieso, weshalb machen Sie das? Warum ist Jürgen Säumel am Dach? Das erklären Sie uns jetzt.
Markus hat das so entschieden, weil er der Meinung ist, und es ist auch so, dass man von oben einen besseren Überblick hat über das Feld. Man sieht, wie der Gegner bzw. die eigene Mannschaft aufgeteilt ist, und ich versuche das dann ihm weiterzugeben. Es geht ganz einfach darum, so unterschiedliche Perspektiven zu gewinnen, und da ist es meiner Meinung nach gut, so eine Perspektive auch zu haben. Und mit den Möglichkeiten, die man heute auch technisch hat, ganz einfach nachher sich auch so auszutauschen. Jetzt habe ich gehört, dass Sie Höhenangst haben. Wie geht denn das zusammen? Nein, also ich komme aus der Obersteiermark, da hat man keine Höhenangst. Ein bisschen Angst war am Anfang dabei, aber das habe ich schon abgelegt. Haben Sie Angst, dass Ihr Co-Trainer da mal irgendwo runterfliegt? Nein, der Jürgen ist noch in einem guten Alter, ist noch gut in Schuss. Das sieht man bei jeder Trainingseinheit, wo er sich einbringt. Also über den Jürgen, glaube ich, braucht man sich keine Sorgen machen. Der weiß, wie er sich zu verhalten hat auf so einem hohen Turm. Also, wenn wer Höhenangst hat, Hartberg-Co-Trainer werden, das hilft zur Höhenangstbewältigung. Ja, und ich glaube, Flo Feist wird dafür sorgen, dass er nicht runterfällt. Der baut ein sicheres Dach. Jürgen Sömmel, ein junger Co-Trainer, 33 Jahre. Was kann der Spielern mitgeben? Gut, der hat mit 20 Jahren die Kapitänsbinde bei Sturm Graz getragen. In weiterer Folge war er langjähriger Nationalspieler. In Italien war der tätig, also der hat ein bisschen was gesehen von der Fußballwelt, auch in Deutschland. Der hat natürlich auch nur den frischeren Zugang vielleicht als wieder Markus Schopp selber, bei dem die Karriere doch schon ein paar Jahre weiter entfernt ist. Deswegen glaube ich, dass die sich beide gut ergänzen werden. Kann sehr, sehr viel interessanten Input liefern. Ja, wie interessant wird es gegen Salzburg am Samstag? Sehr interessant. Das wird die erste große Probe auch. Wie sehr kann man in der Liga mithalten? Das ist die Nummer 1 in der Liga. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie Ihnen vielleicht ein Haxel stellen. Du bist jetzt sowieso der größte Hartberg-Fan, kommt mir vor. Schaut so aus, oder? Nein, darf man ruhig sein. Also ich bleib dabei. Ich finde es super sympathisch, was die machen. Dann werden wir am Montag dann wieder drüber sprechen, wie sie sich geschlagen haben in Salzburg. Das Spiel natürlich bei uns live auf Sky zu sehen. Und uns beide sehen Sie dann wieder am Montag bei Dein Verein. Bis bald. It's there.